Moin zusammen und willkommen zur ersten Folge von Einmal Drums mit Alles bitte. Ich habe es mir für diese erste Folge möglichst leicht gemacht und mir einen Gast eingeladen, den ich schon ein bisschen kenne, damit die Unterhaltung oder in der Hoffnung, dass die Unterhaltung entspannt verläuft. Und zwar ist das Simon Gattringer. Simon ist ursprünglich, kommt Simon aus Österreich, arbeitet aber seit vielen Jahren in Hamburg oder aus Hamburg heraus. Und kennengelernt haben wir uns tatsächlich in Osnabrück, in meiner Heimatstadt, auf meine Initiative hin sozusagen. Ich habe Simon, wie ich so viele Drummer quasi stalke im Internet, dort ist er mir aufgefallen und ich fand sein Spiel cool und habe gesehen, dass das immer mehr über ihn berichtet wird. Und dann habe ich durch Zufall gesehen, dass er mit Johannes Oerling damals bei mir in Osnabrück in einem kleinen Club spielt. Und da habe ich ihn einfach angeschrieben und gefragt, ob die Möglichkeit besteht, am An- oder Abreisetag eventuell mal eine Unterrichtsstunde bei ihm zu bekommen. Und habe auch sofort eine Antwort bekommen, die positiv war. Simon hat mich direkt abends zum Konzert eingeladen und am nächsten Tag habe ich ihn dann eingesammelt am Hotel, ihn zu mir in die Schule geschleppt und versucht, ihm ein paar Tipps und Tricks zu entlocken. Und das hat auch super funktioniert. Und danach habe ich ihn dann im Laufe der nächsten Zeit immer mal wieder bei Konzerten besucht und ihn auch mal zum Workshop zu mir eingeladen. Und bei diesen Konzerten, unter anderem von Johannes Oerding und der Nils Wülker Group, haben wir uns dann immer mal wieder ausgetauscht und kennengelernt. Und ich glaube, ich kann behaupten, dass wir quasi Freunde geworden sind, auch wenn man sich leider zu selten trifft. Und wer Simon nicht kennt, der sollte das unbedingt nachholen. Die meisten von euch werden ihn allerdings kennen. Ich denke, durch seine Arbeit bei Johannes Oerding, der Nils Wülker Group oder durch sein Percussion-Projekt, Drums and Percussion-Projekt, die Dreshheads mit seinem Kollegen Max Grösswang. Zusätzlich ist er noch Dozent an der Hochschule in Münster und natürlich als Studio-Drummer aktiv. Und somit ist jetzt von meiner Seite alles zu Simon gesagt. Ich freue mich total, dass er zugesagt hat, hier bei dieser ersten Folge dabei zu sein. Und wenn es was zu ergänzen gibt, dann würde ich jetzt das Wort mal an Simon übergeben. Hi Simon, ich freue mich, dass du da bist. Servus Bo, ich danke dir. Ich freue mich auch hier zu sein oder zumindest auf dem virtuellen Weg in dieser Zeit. Ja, danke für deine Introduction, hast du ja eigentlich alles beschrieben, genau. Ich musste gerade schmunzeln, ich musste mich auch zurückerinnern an die Zeit damals mit Johannes, wo das alles noch kleiner war und wir Clubgigs gespielt haben. War eine schöne Zeit bei dir, bei euch in Osna. Genau, ich erinnere mich da gern zurück. Im Prinzip hast du das eh kurz zusammengefasst. Ich komme ursprünglich aus Österreich, bin dann 2011 nach Hamburg gezogen, über den wahrscheinlich allseits bekannten Popkurs in Hamburg. Und bin dann in dieser Stadt hängen geblieben, nicht nur wegen der musikalischen Szene, sondern auch, weil ich die Stadt einfach mega fand. Und der Absprung aus Österreich war eh geplant, weil mir damals auch die Perspektive so ein bisschen fehlte. Und dann ist es Hamburg geworden, damals noch mit dem Beigeschmack erstmal Hamburg. Und jetzt bin ich seit 10 Jahren hier und find's super. Genau, und seit dem Popkurs hat sich dann so ein bisschen was getan. Also das war für mich auch so ein bisschen ein Dosenöffner. Habe viele Leute kennengelernt und bin sehr glücklich, dass ich relativ viel zu tun habe, wenn ich gerade so ein Jahr wie 2020 passiert ist. Genau, bin dann über den Popkurs eben da in Hamburg hängen geblieben. Und ging dann so ein bisschen auch klein los mit kleineren Sachen und hat sich dann immer mehr ergeben über gewisse Studiojobs, wie das eigentlich so klassisch ist. Bin auf allen möglichen Sessions gelaufen, habe Leute kennengelernt und habe dann eigentlich erstmal relativ viel, ich sage jetzt mal fast Jazzmusik gemacht, NDR Big Band gemacht, also eher gar nicht so kommerzielle Popsachen und bin dann da immer weiter in die Szene reingerutscht und spiele jetzt bei Johannes Oerding, der sehr viel spielt, was total viel Spaß macht. Du hast auch schon gesagt, eben bei Nils Wülker auch und verschiedenen anderen Projekten noch, wenn Zeit bleibt, bin ich noch im Studio tätig und mache natürlich für mit und für Dreshheads noch Workshops und Clinics. Genau. Okay. So im Kurzen, im Großen und Ganzen einmal. Dann habe ich zumindest nichts ganz Wichtiges vergessen. Du hast es perfekt gemacht. Okay.
Ich habe so ein bisschen rausgehört, zumindest als du dann die Entscheidung getroffen hast, von Österreich den Popkurs zu besuchen, dass du von Perspektiven so gesprochen hast. Das würde mich zu einer Frage führen, also wann du quasi entschieden hast, dass du das Ganze zu deinem Beruf machen willst, beziehungsweise ob du da gezielten Plan verfolgt hast, schon früher, und dann gemerkt hast, okay, ich mache das erstmal in Österreich so im Rahmen der Möglichkeiten, und dann gemerkt hast, okay, da sind mir die Perspektiven nicht groß genug, oder hat sich das durch den Popkurs ergeben, oder hattest du diesen Plan schon früher? Hast du dich da wirklich so systematisch irgendwie drauf vorbereitet und gesagt, das ist irgendwie mein Ding, das will ich machen und so gehe ich das an? Ja, eigentlich schon. Also die Entscheidung kam relativ früh, weiß ich gar nicht, aber sie kam dann in der Zeit, wo ich Abi gemacht habe. Und zwar in Österreich kannst du Abi, das heißt ja bei uns Matura, mit einer Ausbildung kombinieren. Und ich habe tatsächlich schon eine technische Schule besucht, und zwar Elektrotechnik mit Ausbildungsschwerpunkt Informationstechnik. Und da hast du sozusagen sofort eine Ausbildung dabei und kannst eigentlich nach dem Abi, ja, ist es eher sogar so, dass du von Nachfragen von Firmen bombardiert wirst. Es ist nicht so, dass du dich bewirbst, sondern die wollen eigentlich die Abgänger haben. Das hat total Spaß gemacht und gab erstmal auch überhaupt kein Problem. Nur ich habe dort dann eigentlich im Laufe dieser Schule herausgestellt, dass ich Schlagzeug spielen will und dass ich Musik machen will, weil das davor ja immer so eine Frage war, gehe ich schon auf ein Musikgymnasium, also quasi spezielle Vorbereitung fürs Musikstudium, habe mich aber dann für die technische Seite entschieden. Und im Laufe dieser Schule ist mir klar geworden, dass es zwar toll ist, aber nicht meins ist. Und dort war dann eigentlich für mich klar, das will ich machen. Dann habe ich studiert in Linz an der Anton Bruckner Universität, Jazz und Popularmusik. Das war auch toll. Die Ausbildung war toll. Ich hatte super gute Lehrer, auch abseits der Uni-Dozenten hatte ich noch Unterricht bei sehr, sehr guten Drummern. Und da war für mich eigentlich klar, dass das ist. Das mit Hamburg kam dann eigentlich später, als ich gemerkt habe, dass einfach in Österreich die Möglichkeiten trotzdem begrenzt sind. Weil auch dieser ganze deutschsprachige Markt ja einfach in Deutschland entsteht und dann natürlich länderübergreifend fungiert. Also zumindest Deutschland, Österreich, Schweiz, von dem spricht man ja immer. Und in Österreich gibt es schon Möglichkeiten, aber wie gesagt, die sind sehr begrenzt. Und dann war für mich klar, dass kann es nicht sein, dass man mit Anfang 20 das irgendwie dann gecheckt hat und sich dann auf diese kleinen Möglichkeiten einlässt. Und das wollte ich dann nicht. Und dann war für mich einfach klar, okay, das müssen wir anders machen. Und dann kam Hamburg. Okay, und dann auch gezielt, also hast du recherchiert quasi, was könntest du machen, und dann gezielt auf den Popkurs gekommen? Das hört man ja immer wieder, das haben ja viele da auch viele gute Connections gekriegt und so. Ja, schon, auf jeden Fall. Es gab ja schon immer ein paar Österreicher, die da auch waren, und da war dann immer so, ja Simon, mach doch mal diesen Popkurs, das ist super. Das hat man immer wieder gehört. Und dann habe ich das mal probiert, aber erstmal noch ohne Erwartung. So, ich dachte mal, komm, ich mache das jetzt einfach mal, und ich war dann einfach auch geflasht, so vom Musikmachen da an sich und von den Leuten und von der Stadt. Und als kleiner Dorfjunge, ich komme ja aus einem 3000-Einwohner-Dorf, aus Tragwein in Oberösterreich, war dann Hamburg natürlich schon eine Nummer damals, mit Anfang 20. Ja, und der Eindruck, der ist natürlich hängen geblieben, so, genau. Und hast du da familiär quasi für diese Entscheidung, also diese Entscheidung, ja, ich werde jetzt Musiker, ist ja doch, wenn man jetzt nicht aus dem Haushalt kommt, wo vielleicht schon Berufsmusiker sind, oftmals so verbunden mit diesem, lern lieber erst was Vernünftiges, in Anführungsstrichen, und dieses Ganze, oder wurde das sofort unterstützt, oder musstest du da ein bisschen für kämpfen, dass das akzeptiert wird? Nee, also ich wurde sehr gut unterstützt von meinen Eltern auf jeden Fall, also die waren total bei mir, aber es war ja auch so, dass ich die Ausbildung fertig gemacht habe, also ich habe diese technische Ausbildung mit Abi eben abgeschlossen, so, das kann mir keiner mehr nehmen, und es war schon auch wichtig für meine Eltern damals, das haben die mich schon spüren lassen, aber ich hatte so ein bisschen diesen Joker, wenn das jetzt irgendwie nicht klappt, dann ist quasi, ja, dann toller, hat man nach Hamburg gehen, und dann kommt er halt wieder nach einem halben Jahr, dann so ungefähr, und aus diesem nach Hause kommen, das ist halt nichts mehr geworden. Genau. Okay, weil du da dann auch im Popkurs direkt schon, also so Connections oder durch in der Szene sozusagen schon so etabliert hattest, dass du gesehen hast, okay, das schaffe ich hier, ich komme hier gut klar danach direkt? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe dann die Zeit in Österreich, ich war im Studium fertig und habe dann
ein knappes Jahr unterrichtet, relativ viel unterrichtet, viel Coverbands gespielt und mir echt einen Haufen Geld gespart für diese Aktion dann auch. Also ich wusste, ich mache irgendwas und dann wusste ich schon, okay, Hamburg. Und dann habe ich mir selber so ein Jahr Hamburg gegeben, gemeinsam mit Max. Sind wir ihm dann, Max Größwang, mein Percussion-Kumpel von Thrashheads, sind wir da hingegangen. Und wie gesagt, ich hatte erstmal keine Erwartungshaltung und die erste Zeit nach dem Popkurs, da ist man natürlich ultra euphorisiert und fährt dann dahin und glaubt, es geht genauso weiter. Natürlich geht es nicht genauso weiter, weil man kennt eigentlich keinen. Man kennt 3-4 Leute aus dem Popkurs, die dann auch wirklich in Hamburg wohnen oder auch hergezogen sind. Und das ist tatsächlich dann ein Bruchteil von dem, die es eigentlich machen wollen. Also wir waren dann halt ein paar Leute, eine Handvoll Leute. Und dann war eigentlich die erste Zeit gar nichts. Und es war erst sehr frustrierend, weil dann ist man da und läuft auf Sessions und macht zwar viel und probt, und aber es geht erstmal nichts. Und das war schon hart. Und ich habe dann auch irgendwie gecheckt für mich, okay, dann halt nicht. So, dann mache ich mir eine gute Zeit und nehme viel mit und schaue einfach, dass ich viel Erfahrung sammle oder einfach die Zeit nutze da. Und dann war tatsächlich eine Audition bei Robbie Smith in der Band. Robbie Smith, super, super toller Drummer aus Hamburg und Percussionist und Sänger. Und er hat für seine Band, wo er nicht mehr singen und Schlagzeug spielen gleichzeitig wollte, also nur mehr singen, Drummer gesucht. Und mich hat er klassisch auf einer Session seinen Manager gehört und dachte so, ey, du musst da hinkommen. Hier, das ist meine Karte, ruf mich mal an. Und so war das dann. Dann bin ich da in das Studio gefahren, 3 Tage später. Und dann haben die sich für mich entschieden. Und das war dann so der erste Türöffner, kontaktemäßig. Und dann war es so, habt ihr den schon gehört, der ist neu in der Stadt. Und dann ging das so ein bisschen dahin, ab diesem Zeitpunkt. Und dann wurde es leichter, sagen wir so. Genau. Und das waren eher Live-Gigs oder waren das Studio-Jobs? Oder? Das waren Live-Gigs, hauptsächlich Live-Gigs, genau. Ich habe da dann immer schon ein bisschen Studio gemacht bei Franz Plaza im Home-Studio, was eine super tolle Erfahrung war, jetzt im Nachhinein gesehen, dort in der Anfangszeit schon. Und da habe ich sehr viel gelernt bei ihm. Genau, und bei dem einen Ding, das waren dann hauptsächlich Live-Sachen, genau. Okay. Wenn man jetzt, man kann glaube ich sagen, dass ja Johannes Oerding jetzt so dein Hauptding ist, ja, der ja auch Hamburger ist, ne? Wenn mich ja nicht alles täuscht. Ja. Um vielleicht mal so beispielhaft zu sagen, wie bist du jetzt zum Beispiel an den Job gekommen? Weil das ist ja auch nicht so, dass man überall rumläuft und dann ruft Johannes einen an und sagt, also Vorgänger ist Jost, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, Jost Nickel. Richtig, richtig. Und kannst du da irgendwie sagen zum Beispiel, dass du an den Job gekommen bist, weil du hast dies und das gemacht und es hat sich so und so ergeben? Über eine Session auch, oder? Das war, ehrlich gesagt war das so, dass ich eine Zeit lang für Jost Sub gemacht habe bei Johannes und auch bei ein paar Gigs bei Jan Delay damals, wo mit Johannes und Jan Delay relativ viel parallel war. Und es war dann einfach so, dann kam, glaube ich, dieses, wie hieß denn das Album von Jan, dieses Rockalbum, das letzte? Hammer Michel, ich glaube, so hieß es. Jedenfalls stand einfach ein Jahr mit Jan Delay an, der Kalender war voll und mit Johannes auch. Und ich glaube, die haben sich dann darauf geeinigt, dass er das nicht mehr macht. Ich hatte damals den Vorteil, das muss ich einfach auch Jost verdanken, dass ich bereits im Subpool war. Ich habe mich da reingebracht, habe mich da vorgeschlagen, gesagt, hey Simon, guter Typ, guter Drummer, check den mal. Und da waren wir dann irgendwie, ich glaube, 3-4 Trommler, die Jost vertreten haben zu der Zeit, immer wieder mal. Und Johannes hat sich dann für mich entschieden. Der fand mich toll, wir haben uns super verstanden und für ihn war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt klar, dass ich das mache. Genau, so war das. Und jetzt ist es wirklich so, ich bin jetzt seit 2014 im Sommer bin ich eingestiegen, fix, und habe davor schon gesagt, also wir kennen uns jetzt über 6 Jahre, knapp 7 Jahre, und es ist echt eine gute Freundschaft geworden. Also das ist jetzt nicht nur so, wir machen Musik zusammen, sondern es ist viel mehr. Es ist total schön, es ist wirklich gut. Ja, ich habe das ja auch so ein bisschen mitverfolgt. Also Johannes Oerding war ja auch schon vorher unterwegs. Ich habe das auch schon, Jost hat auch in Osnabrück mit Johannes Oerding schon gespielt. Da war ich allerdings nie, aber hatte ich das so mitgekriegt. Aber ich habe ja so ein bisschen die Entwicklung auch mitgekriegt, weil, ne, ich habe ja gesagt, dieser Club in Osnabrück, da war es zwar schon so, dass ihr direkt 2 Shows gespielt habt, weil der ausverkauft war sofort, aber es ist ja ein kleiner Laden eigentlich. Und dann habe ich dich irgendwie noch mal 1-2 Jahre später besucht irgendwo und jetzt Anfang diesen Jahres noch, ne, kurz bevor es dann nicht mehr ging, war ich ja noch in Hannover. Und das, wenn man die beiden Shows mal miteinander vergleicht, ist es ja Wahnsinn, was in den paar Jahren mit der Band passiert ist. Ne?
Ja, brutal. Also das ist echt der Wahnsinn. Wie ich eingestiegen bin 2014, das war auch schon super. Das war auch immer ausverkauft. Ne? In dem Sektor der größten Region, den Johannes damals abgedeckt hat. Es war eigentlich immer Full House. Und jetzt sind das einfach die größten Eimer, die es gibt in Deutschland. Und die sind pickepacke voll. Das ist schon echt krass. Das muss man sagen. Heftig. So diesen Werdegang selbst dann als sein Drummer mitzuerleben oder miterleben zu dürfen, das ist echt gut, ja. Voll. Seid ihr da alle in so Prozessen auch involviert? Also Songwriting-mäßig oder sei es an der Produktion, an der Umsetzung einer Live-Show? Weil diese Live-Show jetzt zum Beispiel, das ist ja wirklich kein Vergleich mehr. Das ist ja jetzt echt schon eine Stadion-Tour gewesen, ja, was ich da gesehen habe. Mit Leinwänden und Feuerwerk und hast du nicht gesehen, ja, ja, und so. Ja, das ist groß geworden. Also Songwriting nicht. Songwriting, das macht er wirklich. Er schreibt alles selber, Texte, Musik. Ist wirklich krass, was da aus dem Typen rauskommt. Bei der Umsetzung durfte ich eigentlich, seitdem ich in der Band bin, eigentlich immer dabei sein, also im Studio, die Drums dafür einzuspielen. Da gab es natürlich auch immer konkrete Ideen von ihm oder von seinem Produzenten. Aber man gibt natürlich dann immer seinen kleinen Senf dazu irgendwie, wenn man dann Drums einspielt. Und dann eine Live-Umsetzung sowieso. Das ist eigentlich, macht immer Spaß, weil eigentlich die ganze Band dran beteiligt ist. Also Johannes hat natürlich schon seine klare Vorstellung, was ich total toll finde. Er weiß genau, wie das klingen soll. Aber die kreativen Einflüsse kommen von jedem von uns. Also wir sind ja vier Musiker plus Johannes. Also sind ja eigentlich nur zu fünft auf der Bühne, unter Anführungszeichen, was ich total geil finde. Wobei du ja, wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern kann, ja, mittlerweile eigentlich zwei Musiker bist, weil du ja der SPDSX-Operator auch bist. Also ja, sogar nicht nur SPDSX, sondern vor allem Ableton. Ja, genau, das meine also ich. Also wie bei jeder Popproduktion heutzutage ist es natürlich so, dass dort und da auch Backing-Tracks mitlaufen, klarerweise, um das anzuticken und der Studioproduktion gerecht zu werden. Und klar, das hat natürlich jetzt aufgrund der Projektdimension auch eine Dimension gekriegt, die man anfangs vielleicht nicht einschätzen hat können. Also das ist jetzt schon echt ein ordentlicher Salat. Ich habe Gott sei Dank einen ganz tollen Tech an meiner Seite, der René, der macht das fantastisch und betreut auch diese technische Kiste wahnsinnig. Aber trotzdem ist das schon eine krasse Verantwortung. Also nicht nur in der Vorbereitung, sondern vor allem dann on stage, weil ich bin halt da wirklich dafür verantwortlich, dass das läuft. Und ein falscher Cue und die Kiste steht, das wäre nicht so schön. Hat man Gott sei Dank noch nie. Muss ich gleich dreimal auf Holz klopfen. Hat man noch nie, aber ist schon, da habe ich schon immer Respekt vor, muss ich sagen. Also machen wir es dann schon so, dass man eigentlich das Hauptaugenmerk auf den Backing-Tracks hat und Schlagzeug spielen, ja genau, das muss ich auch noch machen, so ungefähr. Und das ist, da waren einfach zu wenige Gigs dieses Jahr mit dem neuen großen Setup, dass man sagen könnte, man hätte da so eine Routine reingebracht, dass das ein Automatismus wird. Das ist leider noch nicht geworden in diesen 6-7 Shows, die wir da im März gemacht haben. Aber das ruft sich dann immer ein und dann macht man ein bisschen mehr und genau, macht aber auch Spaß. Also es ist auf jeden Fall auch immer eine Herausforderung, so, die ich gerne mag. Ja, cool. Und du hast ja im Prinzip mit der Nils Wölker Group, wenn man so will, eigentlich den perfekten Ausgleich, oder? Dazu. Also ihr spielt ja keine Stadien, sag ich mal. Musikalisch ist es komplett was anderes. Ja. Und so, da habe ich dich ja zum Beispiel in Münster, glaube ich, mal besucht, ne? Auch ein kleiner Laden und so weiter. Ja. Und das ist ja eine komplett andere Geschichte, ne? Total. Das ist ja natürlich, genau, das kann man natürlich nicht vergleichen. Nils Wölker ist ein Jazz-Trompeter, und wir spielen aber auch sehr modern Jazz, sage ich jetzt mal, sehr groove-orientiert und auch poppig und gefällig, traue ich mir sagen. Es ist aber natürlich schon so, dass die Live-Arrangements natürlich schon ordentlich ballern und ordentlich Solo-Spots am Start sind. Du kennst das ja, Bo, du hast es ja schon gesehen. Da kann ich absolut bestätigen, dass das auf jeden Fall gut zugänglich ist, sozusagen. Ja, genau. Ja. Nee, es macht total Spaß. Es ist da aber auch so, dass da auch teilweise auch ein paar Tracks mitlaufen. Es ist auch stilistisch, elektronisch, beatlastig, hip-hoppig geworden. Vor allem das neue Album jetzt macht total Spaß. Aktuell, die Tour konnte ja auch nicht stattfinden. Die paar TV-Streaming-Termine, die es gab, konnte ich jetzt im vergangenen Oktober leider auch nicht machen, weil da genau, das hat sich bei mir mit einer TV-Show kollidiert, wo ich aber sehr glücklich war, dass ich da mitmachen konnte oder dabei bin jetzt. Das wird dann im Januar ausgestrahlt. Genau, also bisher von der neuen Platte, die jetzt rauskam im Herbst, gab es ja auch noch keine Live-Shows. Also da hoffe ich, kommt nächstes Jahr dann einiges. Genau. Aber so hast du auf jeden Fall für dich auch Abwechslung da drin. Das ist ja eine coole... Absolut. Es ist natürlich schon so, dass Johannes spielt einfach ganz viel live.
was ich natürlich total toll finde. Es macht immer mega Spaß. Es ist aber so, dass der Kalender natürlich dann auch voll ist und da gar nicht mehr so viel Platz hat. Also mit Johannes Live-Termin, mit ein bisschen Nils Wülker, mit dort und da einer Produktion, die immer mal reinkommt oder dort und da mal Sub machen für jemanden anderen, ist das Jahr eigentlich voll. Und dann habe ich noch mein Studio zu Hause und da ist auch noch immer was zu tun. Also passt so genau die Auslastung, wie es ist. Genau, auf jeden Fall. Okay, dann mal zum Live-Geschäft mal eine kleine Frage so zwischendurch. Ja. Beschreib doch mal vielleicht deinen besten Gig oder deinen schlimmsten Gig oder idealerweise beides, beziehungsweise dein schönster Live-Moment und Moment, wo du sagen würdest, da habe ich so ins Klo gegriffen, das sollte mir nicht nochmal passieren. Oder aber irgendwas anderes ist passiert, wo du sagst, das war echt unangenehm oder lustig, aber wo du sagen würdest, das musst du nicht nochmal haben. Gibt es da so zwei Momente, der beste und der schlimmste, an die du dich erinnerst? Also einer der besten Live-Momente war für mich auf jeden Fall bei der letzten Erding-Tour jetzt. Also einer, es gibt natürlich verschiedene, in verschiedenen Kontexten, aber da kann ich mich erinnern, und zwar war das auch, wo du warst, in der TUI-Arena, weil ich hatte so eine Ehrfurcht von diesem Eimer, da waren halt irgendwie 12.000, 13.000 Leute in diesem Kessel dann zu spielen. Es war so eine spezielle Stimmung da drinnen, muss ich sagen. Irgendwie hat man schon gespürt, dass was kommen wird, jetzt so, dann damals im März, was sich ja leider bewahrheitet hat. Aber es war in dem Fall echt ein spezieller Abend. Für uns alle sehr emotional, weil es ja dann auch der letzte Kick war davor. Und diese Energie einfach, die da in der Arena entstanden ist, war auf jeden Fall was Besonderes. Ansonsten. Ihr habt auch, glaube ich, fast 3 Stunden gespielt, ne? Johannes hat gar nicht mehr aufgehört, Zugaben zu geben, ne? Ja, das ist auch typisch Johannes. Der kostet das natürlich dann immer aus und geht dann in einen langen Zugabenblock. Auf jeden Fall. Also, das wären dann immer so knappe 3-Stunden-Shows. Von Energie von vorne bis zum Ende. Ich weiß nicht, wo der Mensch das hernimmt, aber es funktioniert immer. Ja. Es ist echt krass, genau. Auf jeden Fall. Gab natürlich dann auch Special Guests und du warst ja dabei. War ein spannender Abend. Ansonsten hat für mich natürlich irgendwie jede Live-Situation was Spezielles. Was für mich auch auf jeden Fall krass war am Meindl Drum Festival zu spielen, wenn man jetzt so diese Drummer-Gigs betrachten würde, so. Das sind natürlich ganz andere Baustellen, da kann man ja mit Bandtrommeln gar nicht vergleichen, aber das war für mich schon auch krass, neben den ganzen Weltstars da gemeinsam im Line-Up zu sein. Auf jeden Fall ganz weit oben auf der Liste. Negativ. Worst Case. Ja, ich überlege die ganze Zeit, ich versuche das gerade ein bisschen rauszuschieben. Ich überlege gerade, ob mal irgendwas Krasses passiert ist. Also bei Johannes wieder mal, da kann ich mich erinnern, da ist einmal was passiert, was wirklich blöd war. Und zwar, unser damaliger Monitormann hatte die glorreiche Idee, ich weiß nicht, für alle, die einen SPDS haben, die wissen das sind ja Stereo-Trigger-Eingänge. Man kann dann mit einem Insert-Kabel sozusagen diese Stereo-Klinke auf 2 Mono-Klinken splitten und dann hat man sozusagen nicht nur 2 Trigger-Eingänge, sondern 4 Mono-Trigger-Eingänge. So, das ist aber so, wenn du dann du kannst ja dann einfach nur pro Insert-Kabel trotzdem nur 1 Trigger anstecken. So, dann hast du sozusagen, ist ja nicht schlimm, ne? Hast du einfach 2 Mono-Trigger über ein Insert-Kabel in die Stereo-Buchse gesteckt. Wenn du dann aber dieses Insert-Kabel entfernst und die Mono-Klinke in die Stereo-Klinke reinsteckst, dann verschiebt sich der Triggerkanal. Also dann zündet der Trigger nicht den Kanal 1, sondern 2 und so weiter. Also da ist auf jeden Fall nicht der Kanal, der es dann ist. Also die Seite, die es dann ist von dem Stereo-Signal. Müsst ihr mal checken, aber ihr wisst das wahrscheinlich alle. Jedenfalls, ein Techniker von uns, ein Monitormann, hat sich gedacht, hä, wieso? Das ist ja Stereo-Kabel und in der Buchse steckt da nichts drin. Das brauchen wir gar nicht. Das nehme ich mal raus und stecke mir das direkt rein. Das war aber nach dem Soundcheck. Also das haben wir nicht mehr gecheckt. Und nach dem Soundcheck? Ja, klar. Und dann, weil die da noch irgendwas umgesteckt haben. Ich weiß nicht, was da war. Und jedenfalls war das halt so, dass das Konzert geht halt los, war ein Open Air am Strand. Schabolz, Lübe, ich weiß es nicht mehr, irgendwo da oben. Und das erste Fill und ich hau auf die Snare. Und der Snare-Trigger kriegt natürlich Signal und es geht irgendein Loop los. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ich wusste nicht, was ist und habe dann diesen
All Sounds Off immer gedrückt am SPDS, weil ich wusste, okay, das kam nicht von den Files, es kam irgendwo vom SPDS. Warum ging da Loop los? Keine Ahnung. Hab dann wieder hingedrückt und jedes Mal wieder, wenn ich ein Backbeat gespielt habe, logischerweise ging das Ding wieder los. Und es ging immer an, aus, an, aus. Und das hat sich dann so weit hingezogen, bis dass ich gecheckt habe, okay, es geht vom Trigger. Dann habe ich während der ersten Nummer den Trigger abgeschraubt, wenn mir nichts Besseres eingefallen ist. Naja, dann war das Ding gegessen. Nummer zwei, ich hab dann hier so ein KT10-Pedal rechts vom Bassdrum-Pedal stehen, war das gleiche dann nochmal Bassdrum-seitig. Also es waren zwei Nummern Spaß. Genau. Aber ihr habt sie durchgezogen. Auf jeden Fall, es war anscheinend gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass unser FO Hammann das relativ schnell gecheckt hat und das dann draußen, glaube ich, ausgemacht hat. Ich hoffe zumindest. Jedenfalls in-ear-mäßig war es natürlich eine absolute Katastrophe. Kam genau. Bei der Band gut an. Total. Total. Noch eine kleine Anekdote, wenn es dazu passt, mir ist gerade das eingefallen. Ein relativ großer Gig, Doppel-Gig mit Johannes Oerding. Da muss man dann mit dem Privatjet fliegen, weil das nicht ging. Also wir hätten mit dem Auto sozusagen nicht von Gig-Ende, erster Gig, Gig-Anfang, zweiter Gig geschafft. Und es war ein großes Open-Air mit Peter Maffay in Bremen, glaube ich. Das Problem war natürlich, dass wir dann auch zwei Backlines brauchen. Da wollte ich dich, glaube ich, besuchen kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das kann sein. Das hat da irgendwie war nicht irgendwas. Geklappt. Ja, genau. Ja, wir haben da telefoniert. Ja, stimmt. Genau. Und das war dann so, dass das die B-Backline war. Auch natürlich nicht nur Drumkit, was ja kein Problem war, sondern auch die ganze technische Seite. Sprich, SPDS-Trigger, auch Commuter, also Backing-Tracks. Und das war dann so, das war wirklich ganz schlimm. Es war dann so, dass, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber dass auf jeden Fall während dem Intro meine Kopfhörerbuchse, meine In-Ear-Buchse, die da irgendwo dranhing an so einem Preamp da, den Kontakt verloren hat. Also ich habe einfach nichts mehr gehört. Es war aus. Es ging nicht mehr. Und es war dann ganz furchtbar. Ich wusste nur, dass also ein bisschen was hört man ja von der Bühne, aber es gab ja noch die blöden Tracks. Und im Ableton gibt es oben diesen, wenn man den internen Klick benutzt, diesen schwarzen Punkt, der hin und her hüpft. Ja. Und ich wusste, okay, da sind gerade keine Drums drin, aber das, wenn ich komplett abbrauchen, habe ich sozusagen dann optisch, da kam natürlich sofort Techniker gerannt, mein Tech gerannt, haben die da rumgesteckt und irgendwas gebaut. Eine halbe Minute später ging es wieder. Ich habe dann halt versucht, optisch mitzuspielen, weil ich dann einen Viertelpuls sah. Also ich glaube, es klang fürchterlich draußen, war natürlich. Und das waren anstrengende 30 Sekunden wahrscheinlich. Ich dachte, ich sterbe 1000 Tode und das waren genau 3 Stunden so ungefähr. Ich war fix und fertig. Das war nicht schön. Klar. Und waren ja auch ein paar Zuschauer da wahrscheinlich. Ja, da waren, ich weiß nicht wie viel, aber das war ja so eher 20.000 oder irgend sowas war das. War nicht schön. Und ich war, also habe ich auf jeden Fall ein paar Lebensminuten gekostet, der Moment, genau. Ja, okay, kann man also definitiv unter dem Punkt verbuchen, muss nicht nochmal passieren. Nein, bitte nicht. Ja, okay. Dann interessiert mich noch ein Satz, wie du, das können wir vielleicht kurz halten, vielleicht hast du dir das schon mal Gedanken zugemacht, dieses Ding, wenn jemand sagt, oder wenn du das vielleicht selber auch benutzt, dieses, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Was fällt dir dazu ein, wenn du den Satz hörst oder wenn du darüber nachdenkst? Was würdest du das für dich so unterschreiben oder siehst du da auch irgendwie eine problematische Formulierung drin oder irgendwas? Oder könntest du sagen, so ist es bei mir, das unterschreibe ich? Ich würde eher sagen, die Leidenschaft zum Beruf gemacht. Hobby, ja, kann man auch machen, aber ich würde eher sagen, die Leidenschaft. Das ist wirklich das, was ich liebe und was ich tun möchte. Und es ist halt dann auch der Beruf, weil man sein Geld damit verdient. Das ist halt das Schöne an der Sache. Aber ich würde jetzt für mich nicht unbedingt die Bezeichnung Hobby verwenden. Also für mich ist wirklich die Leidenschaft und die Liebe zu der Sache. Aber klar, Hobby ist es natürlich so, wird das manchmal auch bezeichnet. Und das hat natürlich dann oft auch ein paar Negativpunkte. Man heißt ja, na, du kennst das ja als Kollege. Ja, aber dem macht das ja eh Spaß. Also so quasi, dem macht das eh Spaß. Das ist doch schön. Wie, du kriegst froh, Geld dafür? Genau. Das macht doch Spaß. Oder eher andersrum. Es gibt ja auch Bekannte und auch Freunde, die dann das nicht verstehen, dass man, du gehst jetzt am Wochenende noch üben? Wie du verbringst gerne Zeit auf deinem Arbeitsplatz. Das ist ja so ein bisschen westliches Phänomen, glaube ich, dass Arbeit darf ja erstmal keinen Spaß machen. Es muss ja schrecklich sein, furchtbar sein. Und man verdient aber dann viel Geld und drum wird das dann geduldet. So. Und das ist ja so oft das Konzept, finde ich. Aber dass dann
dass man dann Arbeit wirklich gerne macht und dass man das auch machen würde, auch wenn man gerade kein Geld verdient oder gerade keinen Job hat, sondern einfach, weil man auch eine Stunde Zeit hat und sich gerne damit beschäftigt, das geht dann in manchen Köpfen nicht rein. Also es sorgt dann oft für Unverständnis. Ja, genau darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil das bei einigen Leuten so ein bisschen das ja so impliziert, beziehungsweise für einige Leute auch tatsächlich die Gefahr besteht, wenn die jetzt zum Beispiel ihre Leidenschaft, ihr Hobby, nennst wie du es willst, zum Beruf gemacht haben und dann irgendwann feststellen, okay, jetzt ist es tatsächlich nur noch ein Beruf und es ist gar nicht mehr meine Leidenschaft, weil die in so einen Trott geraten sind, die können vielleicht nicht, sind vielleicht nicht in der Position, jetzt Gigs zu spielen, die sie wirklich gerne machen würden oder unterrichten eigentlich nicht so gerne, müssen das dann aber machen und versauen sich so ein bisschen die eigene Leidenschaft dafür und dann ist es auf einmal halt nur noch Beruf und nicht mehr Leidenschaft oder Hobby. Ist ja auch so ein bisschen die Gefahr, die dahinter steckt, ne? Absolut. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde, das ist auch immer so ein Indikator für einen selber. Mache ich das jetzt nur noch, weil ich Geld verdienen muss oder habe ich wirklich noch Bock drauf? Und ich glaube, langfristig sind es genau die Musiker, die sozusagen ein Leben lang durchhalten, die eben diese Leidenschaft und diese Liebe zum Instrument immer noch haben. Auch wenn viel zu tun ist. Und dann auf den Sonntag üben gehen, wenn sie sehen, sie haben eine Stunde, weil sie einfach Bock drauf haben. Weil sie Bock haben. Oder sei es herum nur mit irgendwelchen Mikrofonen oder Preamps auschecken oder was auch immer. Es gibt ja mittlerweile so viele detailreiche Facetten, wo man da Zeit verbringen kann. Und ich glaube, wenn dieser Punkt noch besteht, ist alles gut. Ich glaube, schlimm wird es dann, wenn man nicht mehr übt, wenn man sich nicht mehr beschäftigt und eigentlich nur mehr das Mindestmaß sozusagen erfüllt. Ich kann mich aber erinnern, dass einer meiner ersten Lehrer genau das gesagt hat, bevor ich sozusagen dann begonnen habe zu studieren, bevor ich mich dann eigentlich entschieden habe, dass das meine Ausrichtung wird. Der hat dann schon nochmal, das konnte ich damals überhaupt nicht verstehen. Ich dachte, was will der denn? Aber er hat eigentlich genau das gesagt. Du, ne, jetzt ist es Ausgleich auch und Hobby und bringt dich sozusagen von deinem Alltag weg. Aber das ist später mal dein Alltag. Das heißt, dieser Ausgleich, diese Abwechslung, die du dann eben zu den Dingen hast, die vielleicht manchmal nerven und nicht so Spaß machen, die gibt's dann nicht mehr, weil das ist dann das, was auch mal nicht Spaß macht. Aus jetziger Sicht, klar, auf das lässt man sich ein, das ist auch gefährlich. Das wolltest du, glaube ich, auch so ein bisschen ansprechen. Damals habe ich das überhaupt nicht verstanden. Okay, ja, interessant. Genau. Womit wir schon bei einer Frage, hätte ich jetzt vielleicht angestellt, aber weil du es gerade angesprochen hast, würdest du dich so als Übetyp oder was für ein Übetyp bist du? Bist du da immer schon straight, strukturiert gewesen, diszipliniert oder hat das einfach gar nicht gejuckt? Du hast immer gespielt, wenn du Bock hattest oder bist du, was für ein Übetyp bist du? Was würdest du sagen? Also ich würde sagen, ich habe in meiner Studienzeit sehr viel geübt, weil ich, wie gesagt, einfach Bock drauf habe, zu trommeln und Schlagzeug zu spielen. Das habe ich nach wie vor. Es ist aber so, dass natürlich heutzutage die Zeit viel begrenzter ist. Also ich bin Familienvater, ich habe zwei Kinder. Da gibt es andere Dinge, die einem selber einfach wichtig sind und prioritär weit oben stehen. Und wenn man dann einfach auch noch viel zu tun hat, was total schön ist, bleibt natürlich die Zeit, wo man wirklich frei übt und irgendwelche Sachen auscheckt. Ja, die bleibt sehr begrenzt, sagen wir mal so. Weil die meiste Zeit, wenn ich dann im Studio bin, dann habe ich entweder was zu recorden oder muss was vorbereiten oder lerne Songs. Und dass ich mich dann wirklich mit neuen Dingen beschäftige, die rein das Schlagzeugspielen betreffen, das ist relativ wenig geworden, sage ich jetzt mal. Aber Bock habe ich, darum freue ich mich immer, wenn ich mal ein, zwei Stunden habe oder so, dann ist es natürlich klar, also dann sitze ich eigentlich. Übst du täglich? Also schaffst du das irgendwie, das täglich in deinen Plan zu kriegen? Oder? Also aktuell ja, weil es die Zeit gerade zulässt. Ich sage mal, unter regulären Bedingungen auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Geht nicht. Also ich bin dann relativ viel weg, weil ich relativ viel live spiele. Und zu Hause ist dann einfach viel los und viel zu tun. Und dann, auf keinen Fall. Es sind dann eher so blockweise, wo ich dann mal eine Woche habe oder so und dann, genau, dann nehme ich mir dann so ein bisschen Zeit raus. Es ist dann vielleicht mal, ich sage jetzt mal im Alltag, mal eine Stunde zwischendurch und da habe ich dann einfach Bock und trommle einfach so. Aber dass ich da ein klares Konzept verfolge und was auschecke, das ist einfach die Zeit zu wenig. Genau. Okay. Dann kämen wir jetzt mal so ein bisschen zum Blog, was ja so ein bisschen für mich immer so, ja, so ein bisschen mein Steckenpferd ist, also Thema Ausbildung, aber da hast du ja eigentlich auch schon eine ganze Menge gesagt. Ja.
Vielleicht noch mal kurz, wie so dein Ausbildungswerdegang war. Also hast du autodidaktisch vielleicht angefangen oder hast du direkt einen Lehrer? Und dann hast du ja schon gesagt, dass du studiert hast. Und vielleicht mal so ein bisschen was zu deinen Lehrern oder deiner Ausbildung, wie die du sie empfunden hast. Gern. Also zum Musikmachen bin ich gekommen über meinen Onkel, der selbst Musiker ist und auch viel getrommelt hat. Und der hat mir mal mit 5 oder 6 war ich bei denen im Proberaum und hatte vorher nicht Schlagzeug gespielt und hatte natürlich, wie wahrscheinlich jedes Kind, am meisten gefallen an der Trommel. Und habe mich da irgendwie da rangesetzt und habe diesen österreichischen Paradegruf, nämlich Life is Life von Opus. Yeah. Und das habe ich anscheinend einfach so gespielt. Jetzt natürlich kein Hexenwerk, aber mit, ich glaube, 6 war ich oder so, war das, die waren schon alle so, okay, krass, was macht der da? Und dann daraufhin hat mir mein Onkel gleich ein Drumkit aufgebaut bei uns zu Hause und dann hat mir der ein paar Sachen gezeigt und dann ging es halt so klassisch Musikschule, Landesmusikschule bei uns am Dorf. Genau, und das ging dann weiter über ein paar andere Lehrer. Ein sehr wichtiger Lehrer, den ich dann auch parallel zum Studium hatte, war Christian Lettner, der aktuelle Passport-Trommler, also Klaus Dollinger, lebt in München, ist auch Österreicher, ein fantastischer Schlagzeuger. Also alle, die den nicht kennen, unbedingt mal auschecken. Ein abgefahrener Typ, der schon in den jazzigeren Gewässern unterwegs ist, aber auch Backbeat trommelt, dass dir nichts mehr einfällt und jobmäßig abgefahren ist. Also ich finde es krass, dass man den eigentlich nicht mehr am Zettel hat in Deutschland, weil der müsste ganz woanders stehen. Der war ganz wichtig für mich. Und dann auch einer meiner Hauptfachlehrer, nämlich Herbert Pirker, ein sehr junger Österreicher, der in Wien lebt. Fantastischer Trommler, müsst ihr auch mal auschecken. Der spielt ganz wirres Zeug, das wahnsinnig ist und kann aber auch, wie gesagt, spielt auch 2 und 4. Das passt auf jeden Fall. Genau, dann habe ich in Linz studiert an der Anton Bruckner Universität und bin dann nach Hamburg und hatte dann Stunden bei Joost auf jeden Fall, die auf jeden Fall sehr viel gebracht haben und noch bei ein paar anderen Trommlern, also ein paar so Einzelstunden, die ich mir dann geholt habe. Und natürlich mal, also ich war 1-2 Mal in L.A., da habe ich auch ein paar Privatstunden bei diversen Schlagzeugern gehabt. Genau, das war jetzt so rein die schulische Ausbildung, sage ich jetzt mal. Also bist du auch wirklich so Snare-Drum-mäßig Reading und diese ganzen Geschichten auch ausgebildet? Klar, an der Uni spätestens, aber... Genau, also an der Uni sogar nicht mehr, weil das wirklich ein reiner Jazz-Gang war oder ein Jazz-Department war. Da haben wir das eigentlich überhaupt nicht gemacht oder quasi nicht gemacht. Aber ich habe in Österreich gibt es so dieses Landesmusikschulwerk, das ist sehr, sehr, vor allem in Oberösterreich, aus dem Bundesland, wo ich herkomme, ein sehr, sehr dichtes Musikschulnetz. Im Prinzip steht da in jedem zweiten Dorf eine Musikschule, die im Prinzip vom Land gefördert wird und eine sehr, sehr gute Grundausbildung ermöglicht. Und da war es so, dass ich eigentlich wirklich klassisches Schlagzeug gemacht habe. Das heißt auch Marimba mit 4 Schlägern, Pauken. Und dann aber natürlich immer mehr Drumset gemacht habe und da dann damals schon den Fokus drauf hatte. Okay, würdest du sagen, ohne jetzt irgendwen vernachlässigen zu wollen oder so, gibt es so den einen Lehrer, wo du sagen würdest, der hat dich am meisten inspiriert, am meisten gefördert oder die haben die wichtigsten Sachen mitgegeben, wo du sagen würdest, der ist schon irgendwie mitverantwortlich dafür, dass du jetzt das machen kannst, was du so machst? Sei es jetzt vielleicht auch einfach Tipps gegeben hat, abseits des reinen Drummings oder irgendwie so, also eine Inspiration für dich war, zu sagen, ich will auch Berufsschlagzeuger werden? Ja, eigentlich, also es war natürlich zum gewissen Anteil alle zusammen, natürlich, jeder für seinen Teil. Aber ich habe es eh schon angesprochen, eigentlich war es, wenn ich mein Spiel jetzt selber so analysiere, eigentlich war es Christian Lettner, der am meisten Spuren hinterlassen hat, würde ich jetzt mal sagen. Also auch, glaube ich, wenn man mein Spiel jetzt analysiert und sich das anhört, wie ich klinge, natürlich entwickelt man sich ja stetig weiter und mutiert ja auch immer. Aber das, glaube ich, wenn ich das jetzt entscheiden müsste, dann würde ich sagen, ja, der war das. Okay. Genau. Ja, interessant. Dann muss ich den auch nochmal. Also Name sagt mir definitiv was, aber ja, ich hätte jetzt kein Bild oder nichts vor in den Ohren sozusagen, aber müsste ich mal also gibt es so Passport, gibt's so ganz, da gibt es ganz viele verschiedene Passport-YouTube-Videos, Live-Videos, müsst ihr mal gucken. Auch über dieses Tatort-Theme, da gibt es auch Live-Videos, wo da noch
drüber soliert und ja, also sein Time, sein Groove an sich und was der da so spielt, auf jeden Fall sehen und hörenswert. Check das mal aus. Okay. Was macht für dich guten Unterricht aus? Also sei es jetzt, wenn du ihn selber nimmst, wirst du jetzt wahrscheinlich in letzter Zeit eher selten tun, aber ja. Du hast ja gesagt, du hast dir doch gezielt auch hier und da mal Unterrichtsstunden gesucht oder so. Was macht für dich guten Unterricht aus? Kannst du das in Worte fassen? Auf jeden Fall. Also ich glaube, aus jetziger Sicht oder für mich sind das natürlich oft, ich habe schon lange keinen Unterricht mehr irgendwo gemacht, aber wenn, dann habe ich ja meistens konkrete Fragen und dann ist das eigentlich... Da ist der Fahrplan eigentlich klar. Für mich war im Nachhinein immer wichtig. Also ich habe jetzt auch die Möglichkeit, da bin ich auch sehr glücklich drüber, selber zu unterrichten an der Hochschule in Münster. Und da versuche ich natürlich dann die Sachen, die mir so manchmal so ein bisschen gefehlt haben, da natürlich zu etablieren. Also für mich war immer wichtig, dass das Ganze zeitgemäß stattfindet. Nämlich die Anforderungen weitergegeben werden, die auch wirklich gerade gebraucht sind und die sozusagen gerade wichtig sind am Markt eines Freelancers oder eines Working Drummers, sage ich jetzt mal. Und das ist es schon mal allgemein. Ansonsten finde ich, soll so ein Lehrer, wenn der jetzt ein Hauptfachlehrer ist an einer Universität oder wie auch immer, ein Lehrer, der halt regelmäßig Unterricht gibt, das sollte schon auch so ein bisschen nicht nur das Fachliche sein, sondern auch so ein bisschen Coach sein, in dem, was man macht, wie man es macht. Also eben das Ganze drumherum auch. Also drum habe ich dieses Working Drummer Ding so ein bisschen angesprochen. Dieser Zeitgeist, der gerade gefordert wird, die Anforderungen, die draußen vorherrschen, weil oft ist es schon so, dass ja Herangehensweisen in Schulen, ich will jetzt keinen vom Kopf stoßen, aber manchmal so ein bisschen realitätsfremd sind. Und denke mir halt immer, man muss ja dann trotzdem dort ansetzen, wie es da draußen läuft. Insofern, das ist mir wichtig und das war manchmal nicht so bei mir. Insofern versuche ich das dann umzusetzen und weiterzugeben. Ja, ist natürlich auch so ein bisschen das Ding. Du unterrichtest jetzt an der Hochschule. Ja. Da weißt du ja auch schon, dass da Leute sind, die einen Plan haben und ein Ziel verfolgen. Das ist ja jetzt, sage ich mal, im jugendlichen Alter vielleicht noch nicht bei jedem Schüler der Fall. Ne? Ja, aber das stimmt. Du sprichst auf jeden Fall das an, wenn du Leute hast, die einen konkreten Plan auch verfolgen, dass du halt also auch abseits des Paradiddles Tipps gibst sozusagen. Genau, also ich glaube, alles, was davor ist, ist natürlich, ich habe jetzt keine Schüler, die also außerhalb der Hochschule, die jünger sind und die natürlich dann im Niveau darunter sind, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung gar nicht sagen. Ich glaube nur, dass dort in dem Punkt natürlich die technischere Ausbildung oder das Schlagzeugspielen an sich natürlich viel mehr Gewichtung haben muss, eh klar. Aber da kann ich selber jetzt wenig dazu sagen, weil ich da in dem Bereich gar nicht so viel Erfahrung habe, was jetzt sozusagen Kinder betrifft oder Jugendliche betrifft. Okay, aber du unterrichtest gerne. Also das ist, so lange machst du das in Münster ja noch gar nicht, ne? Nee, 2,5 Jahre jetzt. Also das dritte Jahr ist es jetzt. Das macht mir total Spaß. Es sind ja, du hast es eh schon angesprochen, das sind natürlich Studenten, die selber Mitte 20 sind und auch wirklich gut sind. Alle, die können alle wirklich gut spielen. Und das ist ja dann schon fast auch manchmal ein Austausch irgendwo. Und da macht das natürlich auch Spaß, dann die eigenen Erfahrungen auch wirklich weitergeben zu können, weil die natürlich sofort umgesetzt werden können. Und da arbeitet man natürlich schon auf einem relativ hohen Niveau, klar. Das bringt natürlich auch echt Bock. Es ist Wahnsinn, wie sich das Niveau entwickelt hat. Ne? Man wundert sich manchmal, wenn da was so für ein Niveau an den Hochschulen mittlerweile ist. Bei absolut. Studienanfängern in Anführungsstrichen, aber das sind ja absolut. Teilweise schon fertige Musiker. Ne? Absolut, absolut. Finde ich auch. Also man hat immer natürlich ein, zwei dabei, die besonders rausstechen, aber das grundsätzliche Niveau ist sehr hoch. Ja, bin ich total bei dir. Okay, und vielleicht zu diesem Thema letzte Frage. So ein Musikschulstudium, ne, das ist ja jetzt wesentlich mehr geworden, dass man Popularmusik zum Beispiel als zeitgemäß studieren kann. Das war ja vor 10, 15 Jahren noch gar nicht so der Fall. Würdest du sagen, dass das notwendig ist, dass das ein To-Do ist, wenn man da sich was aufbauen will? Also ich meine, du hast studiert, aber würdest du sagen, das muss man machen eigentlich oder... Gibt es Argumente, die dagegen sprechen? Also aus meiner Sicht jetzt, ob ich jetzt diesen Abschluss habe, diesen Hochschulabschluss, ja oder nein, ist völlig irrelevant. In dem Fall habe ich ihn natürlich schon gebraucht, weil ich ja selber jetzt Hochschuldozent bin. Aber ich glaube, selbst da wird es Ausnahmen geben oder Möglichkeiten geben, dass man auch Dozent werden kann ohne dem. So, das gibt's ja auch. Ehrlich gesagt, wenn es nur um diesen Abschluss geht oder um diese...
ja, um dieses Statement, ich habe eine Hochschule besucht und ich habe einen Bachelor in Musik. Nein, brauchst du nicht. Ich würde keinen Mensch mehr fragen, es ist völlig egal. Wenn du aber einfach weiterkommen willst, an dir arbeiten willst, eine Ausbildung genießen willst, weil du Input brauchst, dann ist das natürlich toll. Und ich finde das super, dass auch immer mehr in Richtung Popularmusik passiert. Zu meiner Zeit vor 15 Jahren, wo ich studiert habe, da hat es sowas eigentlich noch gar nicht gegeben. Es Jazz, für Jazz oder Klassik, das gab es genau. Ja schon viele etablierte Studiengänge, aber Popularmusik ist ja echt im Kommen dann seitdem. Total, in Linz hieß das zu meiner Zeit Jazz und Popularmusik und es war eigentlich ein Jazzstudiengang, aber die waren relativ offen. Also mein Hauptfachlehrer hat dann irgendwie schon gecheckt, glaube ich, dass ich jetzt kein Straight-Ahead-Spieler werde und hat mich dann auch so ein bisschen machen lassen in dem, was ich gemacht habe, wo ich total froh bin drüber. Also ich glaube, die waren da schon für die Zeit damals, also so lange ist auch noch nicht her, aber ich glaube, die waren da schon sehr weit vorne. Aber was hier in Deutschland gerade passiert und abgegangen ist die letzten Jahre, ist schon krass. Ich finde es natürlich super, dass da was passiert. Auf der anderen Seite nur als Statement dazu, es entsteht natürlich auch ein großer Musiker-Output. So, also es gibt da natürlich immer mehr sehr gute Leute. Und dann müsste man natürlich auch sich mal hinterfragen, was machen die denn dann alle so? Der Kuchen wird nicht größer, den sich alle teilen Richtig. Müssen. Richtig. Ne? Also die Ausbildungsstätten werden mehr, das Niveau wird immer höher, die guten Musiker werden immer mehr. Ja, aber der Markt wird nicht unbedingt mehr oder größer. Genau, da muss man dann mal gucken. Ja, okay. Genau. Cool. Dann habe ich jetzt mal eine kleine Rubrik vorbereitet, kleine Überraschung. Ui, jetzt bin ich gespannt. Ja, hör mal kurz, kleinen Moment. Na, wer hat's getrommelt? Das ist die Rubrik, wer hat's getrommelt? Und jetzt wäre es zu leicht zu fragen, wer das Phil getrommelt hat. Ja. Deswegen habe ich einen kleinen Song vorbereitet, den ich dir jetzt mal einspiele. Okay. Ich lasse den mal ein klein bisschen laufen und dann bin ich mal gespannt. Vielleicht weißt du es direkt, ich hoffe allerdings nicht, wer den wohl getrommelt haben könnte. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich muss jetzt raten. Dann rate mal. Steve Gadd, Jay Robinson. Scheiße. Leider nein. Oh nein, wer denn? Aber ich wusste es tatsächlich auch. Irgendwann habe ich es mal recherchiert dann, weil ich war auch bei Steve Gadd irgendwie. Ja, es klang irgendwie so. So vom Style und vom Sound. Snare-Sound, Toms klang jetzt irgendwie nach Gadd, hätte ich gesagt, in der Zeit. Es ist Steve Jordan. Ah, krass. 1979. Okay, krass. Ja, okay. Wahnsinn. Scheiße. Aber wer jetzt auch gekommen? Also ich hätte jetzt dann noch gesagt, Jeff Beaucaire und dann wäre Steve Jordan gekommen. So in der Richtung. Naja, egal. Scheiße. Ja. Haben wir was gelernt. Ich könnte sogar noch, der Song ist von Rupert Holmes und war 21 Wochen Nummer 1 in den US-Charts auf jeden Fall. Und ist echt mega getrommelt. Also ja, es klang auf jeden Fall gut. Ich bin da aber leider eh schlecht drin, muss ich sagen. In sowas. Wer was getrommelt hat. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wirklich nicht gut. Okay, dann habe ich noch eine kleine Rubrik vorbereitet. Okay, dann machen wir gleich weiter. Wenn du das nicht kannst, dann wir wollen nicht zu viele Songs spielen. Ja. Nicht zu viel, bloß nicht zu viel Musik. Also, was wäre, wenn? Was wäre, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest? In welches Jahrzehnt würdest du dich beamen sozusagen? In welches Jahrzehnt? Also ich weiß gar nicht, welches Jahrzehnt das wäre. Aber mit dem Wissen, was ich jetzt habe, also mit dem Wissen, was passieren würde und was wie die Zukunft aussieht, oder meinst du einfach nochmal zurück und das nochmal erleben? Genau, wenn du zurückgehen könntest.
Was du, ich, welches Jahrzehnt würde dich also, interessieren? Wir können es ja auch musikalisch angehen. Also welches Jahrzehnt, in welchem du wärst meinst du gerne gar nicht, vielleicht als du meinst gar nicht in mein Leben, sondern so generell. Wo würde ich gern hin in der Vergangenheit? Ja, genau, okay, dass du da nochmal leben kannst sozusagen, wenn du da als Musiker arbeiten könntest. Welches Jahrzehnt würde dich da so total reizen? Jetzt habe ich die Frage verstanden. Also ganz klar 70er und 80er. Okay, ist das deine Musik auch? Ja, was heißt Musik auch? Also klar, in den 70ern, da gibt es auf jeden Fall viel Zeug, was ich geil fand. Ich bin ja auch 80er-Fan, muss ich auch sagen. Ich fand das ja alles geil. Das ist ja jetzt auch wieder alles im Kommen. Ich glaube, das wäre schon so meine Zeit gewesen. So Lederjacke, David Hasselhoff-Frisur, die habe ich ja sogar. Glaube ich schon. Ich glaube, der Musikermarkt war damals richtig krass. Also wenn man da mit Kollegen spricht, was die damals in den 80ern zu tun hatten, alter Schwede, oder 70ern und 80ern. Ja, ich glaube, ja. Gibt's eine Band, wo du sagen würdest, da würdest du dir einen Arm für abreißen, in der Band mal getrommelt haben zu können? Boah, ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also alles, okay. Ja, alles in der Zeit irgendwie. Also ich fände ja alles gut. Ich meine, du hast gerade, Phil Collins war gerade das Intro. Ich meine, da gab es so viel tolles Zeug und schon ein grundsätzlicher Ansatz in der Musik, das mir heutzutage oft so ein bisschen fehlt. Also dieses handgemacht. Ich habe gerade wieder Don't Stop Till You Get Enough von Michael Jackson. Kennt ihr alle, einfach wieder mal bewusst gehört. Ich habe mich jetzt versucht, einfach wieder bewusste Musik zu machen, Musik zu hören. Und wenn man sich das einfach anhört und weiß, das war einfach Bandmaschine und die Jungs haben das einfach im Studio live eingespielt, dann kriege ich Gänsehaut. Also das ist einfach Wahnsinn, was da abging damals. Dieses, komm, wir spielen Take. Ja, der Take war geil, den nehmen wir. Fertig. Aus. Nix Flex-Time und noch ein bisschen was gerade schieben. Nein, das geht einfach nicht. Also, und diese Energie, die damals da so geherrscht hat in so Studios generell, ich glaube, das ist das Wahnsinn. Also das würde mich jetzt ja total reizen. Das wäre schön mitzuerleben. Okay. Ja, interessant. Und was wäre, wenn du für den Rest deines Lebens nur noch einen Song hören könntest? Welcher wäre das? Krass. Boah. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich höre keine Musik. Nee. ich bin überfragt. Also wirklich, ich könnte mich, glaube ich, nicht entscheiden. Also ein Song, ich glaube, nee. Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht sogar ein Typ wäre, okay, nee, dann gar keinen, weil... Dann lieber gar nicht. Dann lieber gar nicht, weil dann, also ich könnte, glaube ich, nicht verzichten, weißt du? Also mich dann, hätte ich, glaube ich, schlechtes Gewissen nicht. Ich würde es nicht schaffen. Okay. Ich würde dann eher sagen, nö, dann gibt's halt nichts mehr. Dann war's das. Dann lieber komplette Stille. Ja. Ja, okay, ist auch eine Antwort. Ist auch eine Antwort, ne? Dann nehme ich keinen. Falls mal offensiv. Ja. Okay, dann eine kleine Kategorie habe ich noch. Ja. Kleinen Moment. Fünf Quickies mit Bo. Fünf kurze Fragen mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Okay, also was ist für dich das eine Schlagzeug-Lehrbuch? Number one. Hab keins. Tatsächlich, nee, weil ich tatsächlich, also wenn, dann müsste ich jetzt sowas sagen wie Modern Reading Text oder Syncopation, aber sonst bin ich überhaupt kein Lehrbuchtyp, gar nicht, null. Okay. Es gibt von John Reilly ganz gute Bücher, wie ich begonnen habe Jazz studieren, The Art of Jazz Drumming und Beyond Jazz Drumming, die beiden, die finde ich ganz gut. Sonst war ich kein Buchtyp, bin ich nicht. Was ist für dich die eine Trommel, auf die du nicht verzichten willst? Gibt's eine Trommel? Du bist ein bisschen Equipment-Nerd auch und so. Jo. Gibt's die eine Snare, die eine Trommel, wo du sagen würdest, auf die verzichte ich nie wieder? Auch ganz schwierig, aber es gibt eine Trommel, die tatsächlich immer wieder zum Einsatz kommt. Das ist eine Tama Starphonic Maple in 14x6. Okay. Was ist für dich
das eine Tool, die eine App oder ein Equipment-Teil oder das eine kleine Gimmick, auf das du auch nicht mehr verzichten möchtest, wo du sagst, das macht mir mein Leben leichter, das brauche ich für den Rest meines Lebens? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich erwisch dich heute. Ja, voll. Ich finde, ja, also das ist auch wieder schwierig. Also, ob das der Remo Drum Key ist oder der Tama Drum Key, ich finde die beide ziemlich gut, weil die oben diesen kleinen Bobble haben, diesen kleinen Radius, wo man ganz schnell tunen kann, und du kannst die beide in einen Akkuschrauber spannen. Aber genau, ich wechsle eh nicht so viele Fälle. Aber das ist ein Gimmick, was ganz gut ist. Okay. Und was ist für dich der eine Lieblingsdrummer, wo du sagen würdest, der hat dich so dermaßen gekriegt, dass du sagen willst, das ist mein Ding, ich will Schlagzeuger werden? Gibt es den einen Drummer, wo du sagen würdest, der hat dich initial inspiriert? Ja, also das, genau, damals auf jeden Fall war das Chambers oder Cole Uta. Die beiden, würde ich mal sagen. Okay. Und dann noch, kommen wir wieder so ein bisschen zu dem Was wäre wenn, aber der eine Lieblingssong, aber vielleicht jetzt mal so aus Drum-Nerd-Sicht, wo du sagen würdest, das ist einfach Drumming vom Allerfeinsten, das findest du, das ist genau dein Ding. Gibt es da einen Song, den du empfehlen kannst, den alle mal unbedingt auschecken sollten? Also ich finde ja, warte mal ganz kurz, da muss ich ganz kurz nachgucken, wenn das okay ist. Ja. Du kannst das ja rausschneiden. Was machen wir nicht? Warte mal kurz. Und zwar heißt die Platte George Duke Face the Music, und da spielt Lil John Roberts drauf. Und das sind, habe ich mal ganz viel gehört und auch ganz viel gespielt, das ist auch schon lange her. Das sind unfassbare Songs drauf und unfassbar gespielt von den Typen. Vielleicht kennt ihr die, wer es nicht kennt, auschecken. Hammer. Okay, Platte kenne ich nicht. Lil John Roberts sagt mir was. Hat auch so Janet Jackson und so gespielt, ne? Also auch große Pop-Acts gespielt und so. Genau. Es macht ganz viel im Amiland. Aber hat auch eine Zeit lang bei Church Duke gespielt. Und ich finde die Platte, also die Songs an sich mega, aber auch wie das umgesetzt ist und wie er das gezockt hat, allererste Sahne. Okay, das werde ich auf jeden Fall in diesen Shownotes zu dem Podcast mal super verlinken, auch mal aufschreiben. Wer das dann auschecken will, kann das da machen. Ich werde auch eine kleine Playlist machen, wo ich super unter anderem den Steve Jordan Song reinpacke. Ja, genau, den ich nicht erkannt habe. Den du nicht erkannt hast. Ja. Genau. Ja, okay. Von meiner Seite war es das. Ich würde jetzt, super, wenn du möchtest, kannst du noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, wenn du irgendwelche Projekte hast, die dir am Herzen liegen, wo du nochmal drauf hinweisen willst, oder irgendwas, was ansteht, wo du sagen würdest, das wäre eigentlich cool, wenn die Leute das nochmal irgendwie auschecken würden? Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt, Max und ich, haben mit Dreschitz endlich unseren ersten offiziellen Song released. Den gibt es jetzt überall auf allen Plattformen zu hören. Hört euch da mal rein. Da wird jetzt immer wieder was kommen. Also alle 2 Monate gibt es dann neuen Song mit Live-Version, und was für alle Drummer ganz nice sein kann, auch die Minus-Drums-Version, also das Play-Along für euch alle. Da könnt ihr mal reingucken, ist alles auf Spotify oder auf anderen Plattformen. Checkt das mal aus. Okay, und wenn man irgendwie was über dich finden will oder Kontakt aufnehmen will, irgendwie, wo bist du da so Social-Media-mäßig irgendwie am aktivsten, oder? Schreib mich an auf Instagram, Facebook oder auf über meine Homepage simongattringer.com. Du bietest da ja auch so Online-Unterricht und so, oder? Richtig, genau. Online-Unterricht können wir machen, genau. Da gibt es auch ein Buchungssystem online mit Terminauswahl. Das seht ihr dann alles. Oder schreibt mir einfach mal eine E-Mail. Genau, aber wir finden auf jeden Fall zueinander, wenn ihr das vorhaben solltet. Ja, cool. Okay, also vielen Dank. Mir hat es auf jeden Fall total Spaß gemacht. War eine entspannte Pilotfolge, so wie ich mir das erhofft habe. Sehr gut. Mir auch, Bo. Vielen Dank, dass du mich gedacht hast. War ein sehr nettes Gespräch. Hätte auch so stattfinden können, ohne dass wir es aufgezeichnet hätten. Also wäre wahrscheinlich genauso abgelaufen, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, vielen Dank an dich. War super. Ja. Alles klar. Ja, cool. Dann entlasse ich dich jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Es ist nämlich ein bisschen später geworden, als wir eigentlich geplant hatten. Aber ja. Alles gut. Das ist kein Problem. Sehr gerne. Yo, ich hoffe, diese Folge von Einmal Drums mit Alles Bitte hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt's gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt's auch gerne weiter. Warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema an dieser Stelle, die mich bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützen. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens ein Like oder sogar eine kleine Rezension und oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sagt bis dahin immer fleißig auf die Pauke hauen. Euer Bo.